Hallo Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minecraft-Bauprojekt-Survival-egal. Ja, ich habe hier Zeug, ne? Sieht man, es hat sich einiges verändert. Und Leute, mein Aufnahmeprogramm, ne? Es hat einfach nicht aufgenommen. Hat es einfach nicht getan. Tut es jetzt auch nämlich. Ich überprüfe das jetzt lieber nochmal. Es nimmt auf. Nimmt das auf? Perfekt. Okay. Damit kann die Action eigentlich schon mal beginnen. Bevor ich aber richtig in die Action gehe, werde ich einen Timer starten, sobald diese kleine Introduction zu Ende ist. Nämlich habe ich halt zwei Folgen aufgenommen. Also ich habe in den Folgen hier, sieht man, habe ich die Treppe da. Habe ich die Treppe von meinen Lautsprechern. Und die Fenster und das Möhrenfeld. Die Möhre habe ich von einem Zombie gedroppt bekommen. Ja. Deswegen, also das ist so viel zur Introduktion. Ich lasse jetzt das Intro so. Wie es halt immer so macht, ne? Und dann würde ich sagen, geht es auch schon los. So, das war das Intro, Leute, und jetzt geht es los. Das war irgendwie in meinem Kopf dramatischer. Okay, wir sind wieder perfekt hier am Stissel, ne? Ich so, ja, meine Damen und Herren, ne? So, wir bauen jetzt da oben diese Treppe zu Ende, Leute. Krass. Und bauen jetzt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Au. 1, 2, 3, 4. Au. 1, 2, 3, 4. Au. Und 1, 2, 3, 4. Au. 1, 2, 3, 4. Au. Oh, Skiller, Leute. Das nenne ich einfach blank Skiller. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, das war weniger Skill. Aber es war bestimmt immer noch ein bisschen. So, dann kann ich nämlich hier oben drauf so eine Etage noch aufzwiebeln. Dann kann ich hier noch. Ich glaube, hier tue ich so einen kleinen Balkon oder sowas hin mit so einem schicken Glasboden oder ein Feld. Das ist schon ziemlich cool. Ja, Leute, ich habe jetzt auch ein Bett. Ich habe es endlich mal geschafft, ein Bett zu kriegen. Bitte, ich möchte jetzt bitte Applaus bekommen, ja? Den habe ich mir redlich verdient. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, oh ja. Das hat bestimmt niemand applaudiert. So, Zwiebeln wir oben. Ich muss mir das mit den Zwiebeln abgewöhnen. Ich esse nicht mal gerne Zwiebeln. Und ich glaube, die Dinger muss ich mal raushauen. Nicht wegzwiebeln, sondern raushauen. Ja, die stören. Ja, das passt einfach nicht rein. Das ist nicht schön. Ein innerer Innenausstatter übergibt sich gerade. Oh shit, dann ist es irgendwie dunkel in dem Haus. Noch nicht fertig. Es ist voll deprimierend hier drin, Alter. Oh shit. Zack. Möhre. Ja, stimmt, das wollte ich ja die ganze Zeit eigentlich machen. Ich wollte hier die Fenster rein geballert haben. So, und das gleiche auf der anderen Seite nochmal. Das sieht jetzt komisch aus.
verbunden. Ich versuche mal zu schlafen. Jawohl. Denn jetzt habe ich ja ein Bett. Jetzt kann ich ja. Ne? Schön. Ja. Übrigens habe ich die. Ich hatte hier die Idee, einen Baumstamm reinzuziehen, aber die habe ich jetzt hiermit offiziell verworfen. Ne, wisst ihr was? Das haue ich mal weg. Da kommt nämlich sowas hier hin. Fast. Ja, endlich entspricht das ganz genau meinen Vorstellungen. It's beautiful. Meine Baukünste sind einfach zu schön. So, Moment. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Da mal. Oder ich werde hier so eine Harry Potter Dings, so also ein Harry Potter Kämmerchen unter der Treppe machen. Ich gehe das hier runter in den Keller. Ich baue schon mal ein Loch rein, damit ich das auf keinen Fall vergesse. Am Ende baue ich das Loch weg, Leute. Ich wette mit euch. Und genau da wird ein Blumentopf stehen. Das wird ein wunderschöner Blumentopf. Warte, ich hatte doch noch... Ja, ich habe noch eine Tür übrig. Wundervoll. Ich die da so pam. Das wird das schönste Haus, was jemals in Minecraft gelebt hat. Wenn ich nicht... Ja, ich habe mich vertan. Okay, es ist bleibt ja, kein Glas übrig. Zack, zack, zack. Oh Gott. Warte mal, wisst ihr was? Ich habe den falschen Shader drin. Ich wollte mit dem Kuda spielen. Guckt mal, schon ist das hier drin gleich ein bisschen heller und alles schöner. Oh. Wundervoll. Marvelous. Wir haben übrigens letztens festgestellt, dass sogar eine wundervolle British Accent kam. Mit wir meine ich Otto Rupert. Die richtig coolen Leute. Wir sind die coolsten. The Cruiser Man, Good Sit Doozy. Wer das Lied kennt, kann in mein Like geben. Oder einfach unterschreiben. Ich kenne das Lied. Der schreibt einfach runter, Hashtag die coolsten. So, jetzt muss ich hier mal noch eine Wandzwiebeln. Bist da. Ich gehe nicht durch die Tür, ich gehe immer durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand. Das nennt sich nüchterner Verstand. Die Philosophie. Es ist kein Witz und auch kein Neid, die waren bereit die ganze Zeit. Oh nee. Den Crafting-Kabel kann ich da nicht gehen. Was da? Okay. Nein, das sieht aus wie Boxentürme, aber gut. So. Oh, ich habe ja noch ordentlich Glas, was ist Sand. Ich brenne einfach mal ein Stack. Hier ist hier hoch. Und hier kommt dann mein Schlafzimmer. Das kann ich ja gleich schon mal erledigen. Zack. Boom. Hier. Das muss ich noch aufgeben. Oder? Ja doch. Mein Schlafzimmer aus geht's dann auf den Balkon. Ja doch, das passt so. Das sieht gut aus. Man muss es mir nur lange genug einreden, dann glaube ich es auch irgendwann. So, dann kommt hier sowas Schönes rein. Ich gebe mir voll Mühe mit meinem Haus, okay? Don't judge. Keine voreiligen Schlüsse ziehen hier. Das wird noch alles. Wunderschön wird das alles.
Also ist ja gar nicht so schlimm, dass die Aufnahmen verloren gegangen sind, nämlich da habe ich die ganze Zeit mit dem Salt Shader gespielt. Ich habe versprochen, dass ich das Projekt im CUDA spiele. Ja, das war alles Absicht, das war alles... Es tut mir so leid. Für FPS habe ich eigentlich die ganze Zeit. 38, na gut. Kann ich mit leben. YouTube zeigt ja eh nur 30, wenn ich in 60 FPS hochlade, dann wird mein Internet mich töten. Ja, es kommt dann aus dem Kabel in Form einer Schlange aus Daten, wo eure Bilder drin sind. Und dann tötet sie mich. Ja. Das Internet ist etwas sehr Grausames. Ja. Mami, das Internet, es mobbt mich. Eigentlich gar nicht. Ich habe gar keine Gelegenheit dazu, außer YouTube gemobbt zu werden. Auf YouTube, also im Internet. Also auf sozialen Netzwerken bin ich eigentlich gar nicht unterwegs. Weil ich sehe den Sinn dahinter irgendwie nicht. Also, ja toll, es interessiert mich doch nicht, was ob der andere gerade bei Subway ist oder in Amerika. Wenn er will, dass ich weiß, dass er in Amerika ist, dann sagt er mir, hey, Alter, ich gehe nach Amerika. Dann weiß ich so, wow, Alter, du gehst nach Amerika. Man muss das nicht auf Facebook schreiben, Alter, ich gehe nach Amerika. Ich pflege generell noch, ich finde es traurig, dass so wenige Menschen noch wirklich so Kontakt haben, so richtig so Kontakt haben, dass sie so rausgehen, sich mit Freunden treffen und so. Das ist wirklich sehr tragisch, muss ich sagen. Aber naja. Also, ich treffe mich immer mit Otto und drei anderen Leuten. Sehr nette Leute. Treffen wir uns jeden Freitag und machen dann so einen Spielenachmittag. Und das ist immer ziemlich schön. Also, das ist wirklich... Das bringt uns alle sehr zusammen, wisst ihr? So. In the deep connection, in the brain, and it's beautiful. So beautiful wie dieses Haus, oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Ich werde mal gucken. Mache ich das hier im Blödsinn? Ich glaube, ich mache das mal so hier. Dann ziehe ich hier so eine Reihe weg. Dann mache ich zack, 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 zack. Doch. Mach ich eins, dann hole mir neues Glas. Spuck mal neues Glas, Mann. Dann ist das so gewächshausmäßig. Ups. Glas verschwendet. Dann muss ich mal eben durch mein ganzes Haus rennen. Was er jetzt schon wirklich als Haus bezeichnet werden kann, tollerweise. Und baue hier oben noch eine Reihe Baumstämme drauf. Und da werde ich jetzt erstmal Sand runterwerfen, keine Sorge, der kommt noch weg. Ich werde dazwischen solche Zäune bauen, das sieht bestimmt gut aus. Da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Leute, vertraut mir, das wird ein wunderschönes Haus. Zumindest, wenn man drin wohnt. Also, drinnen wohnt. Und kein Mensch ist da rausgeht. So, dann mache ich erstmal ein paar Zäune. Ach fuck, die ging ja hier wieder anders. Oh. Mojang, warum müsst ihr alles so kompliziert machen? Ah, verdammt, da muss ich ja erstmal Eichenholz machen und kriege ich ja Birkenzäune. Oh Gott. Mojang, das ist nichts für den einfachen Menschen hier.
Minecraft ist zu einer Wissenschaft geworden. Du musst darauf und musst du dahin. Oh Gott. Ach verdammt, dass es ein Fence Gate und wie mache ich dann ein Fence? Ach so, das war dann genau andersrum, ne? Dass ich das hier so machen muss. So, jetzt habe ich 6 Zauntore. Warum sagt mir denn keiner was? Und warum bin ich zu voreilig? Ich komme nicht klar. Oh, sieht das geil aus oder was, Leute? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich bin mit der Meinung wahrscheinlich relativ alleine, aber gut. Ich bin immer alleine. So, dann hier und dann kommt. Boah, Leute, Abwechslung. Kommt hier das auf. Puh, ich glaube, ich werde auf der anderen Seite, also da, wo ich gerade. Ja, schön, wenn ich mit meinem Finger irgendwas zeige. Ich habe doch keine Facecam. Hier, dass ich das auf der Seite genau mache, wie auf der. Oder ich hier halt noch eine Aussparung für eine Tür rein tue. Beziehungsweise rein mache. Ich hasse es, wenn tun gesagt wird. Tun ist kein schönes Wort. Ich tue das richtig hassen, wenn Leute, wenn Leute das Wort tun benutzen tun. Und da klingelt der Timer. Ich werde gleich nur die Wand vom Gewächshaus da tun und so. Was muss ich jetzt? Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte irgendwas. Eine Axt. Sage ich jetzt. Ich wollte eine Axt machen. Punkt. Ja, stimmt, weil ich brauche Wood, 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 Wood. So, nochmal so. Und so, so. Wenn die Aufnahme jetzt wieder nicht geklappt hat, dann bin ich richtig stinkig. Ich brauche 12 Stämme. Das heißt, so 2-3 Bäume, das reicht. Und dann ist das Gewächshaus auch fertig. Was kein wirkliches Gewächshaus ist, sondern eher ein Gewächszimmer. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann mal ein bisschen auf Höhlentour, oder? Oder auf Minentour, damit wir mal irgendwas an Equip bekommen. Weil ich habe Rüstung nötig. Ich habe es wirklich richtig nötig. Oh, ein Apfel. Zack, bumm. Peng. Sorry. Sorry, Leute. Ich stütte, sorry. So. Und dann kommen da die Zäune dazwischen, wovon ich natürlich ein zu wenig habe. Genau einen verdammten Zaun zu wenig. So, und du kommst dahin. Aber ich habe ja noch die Zäune von hier, stimmt ja. Das muss dahin. Dann flitze ich hier einmal eben durch. Warum drücke ich immer? Achso, ich bin halt von GTA und so bin ich gewöhnt, auf Shift zu sprinten. Das macht mich fertig. Ich muss das, glaube ich, mal tauschen. Weil das ist halt genau andersrum. Ach Gott, ich muss auch die Bedwars-Aufnahmen noch irgendwann mal in 1000 Jahren hochladen. Ah, ich habe ja trotzdem zu wenig Zäune. Ah, verdammt, schon wieder. Ich habe ja trotzdem zu wenig Zäune. Ey, läufst du wohl mal? Gottes Willen, wie kann man nur so pingelig sein? Ach ja, es war ja wieder minderwertig.
Zack. Zufriedenspiel. Mann. Mach mich nicht fertig. Oh Gott, die Folge wird schon wieder viel zu lang. Ich merke das schon. Warum stelle ich mir eigentlich einen Timer? Ich überziehe immer. So. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt vor das Haus, sprinte auf der richtigen Taste, positioniere mich mal so, das weg, das weg, und mache einen Screenshot, der dann auf das wundervolle Thumbnail kommt. Ups, schon wieder. Ja gut, Leute, ich mache die Tür zu und verabschiede mich für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann, haut rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, einen Kommentar, ein Like, irgendwas da. Damit ich merke, dass es euch gefallen hat. Und ja, ciao.